Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deponia, wo wir immer noch direkt vor Argus stehen, der mit erhobenen Fäusten uns anscheinend hier rausprügeln will. Mal gucken, was passiert, wenn wir ihn direkt angreifen. Oh! Nochmal. Na warte, nochmal. Okay, au, keine gute Idee. Abwärts? Abwärts. Ach, was bezweckst du damit? Jetzt? Nee, auch nicht. Im Inventar haben wir auch nichts. Hä, wie kommen wir denn jetzt an Argus? Sieh es ein! Es ist zwecklos! Knöpfe können wir nicht drücken, wir dürfen nicht rausgehen. Abwärts. Aufwärts. Abwärts. Ah, wir können in mehrere Richtungen. Was haben wir denn da? Hey! Jetzt haben wir ihn schon mal getroffen. Was passiert, wenn wir jetzt abwärts? Nein, falsche Richtung. Nein, ich bin nicht. Was bezweckst du damit? Halt mal wieder an. Stopp. Also. Sieh es ein! Es ist zwecklos! Also, wir treten jetzt nochmal auf das Pedal. Dann kriegt er die Klappe vor den Kopf. Hey. Und jetzt gehen wir mal aufwärts. Mal gucken, was dann passiert. Auch nichts. Ha. Heb schon auf! Nee, nee, wir geben nicht auf. So einfach kriegst du uns nicht. Lass das! Ah. Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Oh, jetzt haben wir schon wieder das Ding abgekriegt, aber jetzt haben wir die Fahrstuhlgeschwindigkeit gedrosselt. Ich würde sagen, wir fahren mal abwärts. Klebe gleich an der Decke. okay. Also nochmal. So. Abwärts. Und jetzt anhalten und gleich ist er weg. Hoffe ich. Ah, hat geklappt. So, finde ich es doch gut. Und jetzt gehen wir mal zum Fragezeichen, Fragezeichen. Mal gucken, was wir da so finden. Ach, Herr Amtmann, endlich. Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das. Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch! Ja, Dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser Arsch... Rufus, sehr gut angefangen, die Rede. Dieser Arsch, der hier vor euch steht, hier neben mir, da oben auf der Brücke. Hier neben mir? Hier neben mir. Ist bei weitem nicht der einzige Arsch in diesem Raum. Ist ein Parallelbeispiel für unsere Organisation. Ist nur einer von 11.000. Oh Gott. Ist nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. Wir sind alle Ärsche. Der Organon ist, wie das Wort schon sagt, eine Organisation aus Ärschen. Jeder einzelne von euch. Jeder einzelne von euch ist ein Arsch. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten?
Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut euch mal an. Okay, schaut euch mal an, schaut mich mal an. Schaut euch doch mal... Hä? Okay. Ach, schaut euch doch mal um. Schaut doch mal unser Logo an. Nehmen wir mal das Logo. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Da darf es uns nicht wundernehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Okay, super. Schaut euch doch mal um. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf! Na los, sagt es! Wir scheißen drauf! Okay, keiner sagt was, aber sie applaudieren uns auf jeden Fall immer noch. Schaut mich doch mal an! Ich weiß, jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich mich wie einer aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Ärschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine defekatorische Pissrinne! Okay, so kann man das natürlich auch sehen. Schaut euch doch mal an! Wir verrichten die Drecksarbeit für die da oben. Denkt ihr etwa, irgendeiner von denen hätte Lust, sich die Hände schmutzig zu machen, den Planeten in die Luft zu sprengen, Deponianer zu terrorisieren oder was wir sonst so machen den lieben langen Tag? Nein! Armen, ich sage euch, die sitzen bequem auf ihren breiten Herrschen. Und diese Herrsche, meine Allerwertesten, das sind wir. Super Rede bisher. Mal gucken, ob das so weitergeht. Oder ob er sich wieder irgendwo in die Scheiße reitet, der gute Rufus. Nun, ich könnte euch noch 1000 weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Herrsche. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Ärsche. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Orgelmann! Was für eine Rede, würde ich sagen. Sehr inspirierend. Wie immer. Sauber, dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so, die Hymne. Los geht's. Organon. 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 Okay, ich habe keine Ahnung. Organon. Organon. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Organon. Organon. Was muss ich tun? Organon. 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 Was muss ich bei diesem Spiel machen? Anleiten. Was für ein lahmes Publikum. Eigentlich sind
Eigentlich sind Rufus Gesangskünste hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen. Durch Klicken auf die Notenlinien die Tonhöhen der Noten zu verändern, bis er die Melodie richtig hat. Organon. 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 Ich bin so unmusikalisch, keine Ahnung. Organon. 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 Ich mach mal ganz kurz alles mal nach oben. Mal gucken, wie sich das gleich anhört. Organon. 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 Nein, okay. Organon. Nee. Okay, wir müssen uns hier für Note durcharbeiten. Ich habe keine Ahnung von Musik. Organon. 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 Vielleicht tatsächlich so? Organon. 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 Das vielleicht eher da, dann das da und das da. Ich hab, wie gesagt, überhaupt keinen Plan. Organon. 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 Sagen mir die Symbole hier was? Organon. Okay. Organon. Okay, das war da anscheinend richtig. Organon. 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 Okay. Organon. 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 Okay, wie kommt ich da? Organon. 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 Okay, eine Note fehlt noch. Organon. Organon. Mist, diese Note hier fehlt uns noch. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt kann ich die gerade nicht mehr bewegen, die Noten. Organon. Gut zu wissen, dass diese Zeichen dort bedeuten, wann es richtig und falsch ist. Organon. So, ich glaube, wir gehen einfach mal eine Runde. Hier geht's anscheinend dann zur Brücke. Ah, Cletus, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Ah,
Argus! Ich fasse es nicht! Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich! Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Kletes. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden. Indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Okay. Ulysses! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Ja, aber was sehen wir in der nächsten Aufnahme, würde ich sagen. Und bis dahin auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.